Und wie von Zauberhand ist die CPU schon bereits verlötet. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Jetzt habe ich die Leiterplatte und das Mainboard hier angeschlossen an das Display, an die DC-Buchse. Und mal gucken, was hier passiert. Strom fließt. Ja, ein bisschen unscharf, aber Strom fließt auf jeden Fall. Jetzt ist es ein bisschen schärfer und der Stromverbrauch ist dynamisch von 260 bis 400 mA. Das ist genauso wie am Anfang, wo man keine Bildausgabe gesehen hat. Jetzt startet hier MacBook 9, 0 mA, Neustart und alles sieht soweit gut aus vom Verbrauch. Der Verbrauch ist dynamisch, hier nochmal in groß und scharf. Der Stromverbrauch ändert sich und ja, leider, 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 ja, CPU wird warm. Das ist offensichtlich, aber kein Bild, leider kein Bild. Jetzt wird der eine oder der andere sagen, ja, aber warte mal doch, weil bei den MacBooks, das dauert bestimmte Zeit, bis da ein Bild kommt oder Fragezeichen kommt oder was auch immer, weil MacBook ja, ziemlich lang nach einem Bootmedium sucht und wenn da nichts gefunden wird, kommt Fragezeichen. Ich habe da genügend gewartet, glaubt mir, und es kam kein Bild. Nun ja, dachte ich, gut, jetzt kein Grund erstmal zur Sorge. Vielleicht musst du einfach im BIOS, beziehungsweise es ist an sich, es ist eine Firmware und in diesem Flash-Speicher IC ist die BIOS-Region enthalten. Dann gibt es Management-Engine-Region und dann gibt es unterschiedliche Regionen, sprich, das wird fälschlicherweise als BIOS bezeichnet. Denn in diesem Flash-Chip oder in dieser Firmware, wenn man das richtig das Ganze bezeichnet, da sind unterschiedliche Regionen. Und da ist die BIOS-Region, Management-Engine-Region und so weiter und so fort. Und ja, unter Umständen muss diese Management-Engine von Intel, die muss gesäubert werden. Sprich, das ist ja BIOS vom alten Prozessor und der hat da bestimmte Konfigurationen in der Management-Engine hinterlassen und deswegen startet MacBook mit dem neuen Prozessor nicht so wirklich oder will nicht so richtig und deswegen muss man die Management-Engine säubern. Und ja, der Vorgang ist folgender: Man liest den Inhalt aus, säubert die Management Engine oder ME-Region, dann kompiliert man das Ganze nochmal zusammen, das ganze BIOS oder die Firmware und flasht das erneut rein in den Chip. Und ja, das werde ich hier jetzt machen. So, der BIOS-Chip habe ich schon, den BIOS-Chip habe ich schon ausgelötet. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Und ja, das ist der JTAG-Connector oder Diagnose-Connector vom MacBook. Und da habe ich so einen Adapter. Und ja, damit kann man den BIOS-Inhalt auslesen, ohne jetzt diesen BGA-Flash-Chip zu entlöten, so wie ich das jetzt gemacht habe. Nur das Problem, das hat bei mir nie funktioniert. Kein einziges Mal konnte ich mit diesem Adapter irgendwas auslesen. Damit du verstehst, das ist das Gegenstück vom JTAG-Connector oder Diagnose-Connector. Das wird da auf den JTAG-Connector draufgestöpselt. Den Connector hast du davor gesehen. Und das Gegenstück auf der anderen Seite kann man in den Programmer einstecken und somit kann man einfach den BIOS-Inhalt aus dem Flash-BGA-Chip auslesen, ohne diesen zu entlöten und kompliziert den auslesen zu können. Das Ding, das hat bei mir niemals geklappt. Der Chip wird an sich erkannt, nur der Auslesevorgang hat nie funktioniert, hat nie geklappt. Wenn du irgendwas drüber weißt, wie man dieses Ding benutzt, falls du so ein Ding hast und schon mal erfolgreich sowas eingesetzt hast
und BIOS-Inhalte vom MacBook Mainboard oder Logic Board mit diesem Kabeladapter ausgelesen hast, dann sag mir bitte, wie es geht, beziehungsweise was ich falsch machen kann. Bei diesem Adapter gibt es noch so einen zusätzlichen Drahtpin für die 3 Volt. Die 3 Volt habe ich an der richtigen Stelle, da habe ich mich an der richtigen Stelle kontaktiert und sprich die 3 Volt vom Programmer für den Flash-Speicherchip zur Verfügung gestellt, damit er vernünftig funktionieren kann. Jedoch hat das nie funktioniert. Falls du was weißt, dann bitte in den Kommentaren schreiben, wie man dieses Ding benutzt oder was ich falsch machen könnte. Oder vielleicht habe ich einfach ein defektes Kabel erwischt, obwohl ich alles durchgeklingelt habe, durchgemessen habe. Es passt alles. Alle Kontakte sind gegeben, alle Verbindungen sind da. Und das ist ein anderer Adapter, wo ich den ausgelöteten BGA-Flash IC schon mal angefangen habe zu löten oder zu adaptieren. Und der liegt jetzt auf dem Rücken und ich muss hier 8 Leitungen ziehen, anlöten. Das Ganze mache ich unter dem Mikroskop. Wie du dir das vorstellen kannst, ist die ganze Geschichte aufwendig, denn ich, wie gesagt, dieser Kabeladapter funktioniert nicht und einen BGA-Adapter für einen Programmer habe ich auch nicht. Habe ich jetzt auch in der freien Wildbahn so nicht gesehen. Für dieses Gehäuse einen Adapter habe ich einfach nicht gefunden. Falls du sowas hast oder gesehen hast, dann bitte in den Kommentaren schreiben, wo man das kaufen kann. Das würde ich dann sofort bestellen, um hier bei uns das Ganze einsetzen zu können. Und so muss ich jetzt das Ganze aufwendig Leitung für Leitung, Kontakt für Kontakt anlöten, um einfach mal den Chip oder den Inhalt auslesen zu können, das Ganze zu editieren, sprich MI-Region zu säubern, dann das Ganze wieder in den Chip zu flashen, die ganzen Litzenleitungen wieder entfernen und den BGA-Chip wieder verlöten. So umständlich und kompliziert ist die ganze Prozedur. Ja, und hier siehst du den Auslesevorgang. Leider habe ich den Schreibvorgang und alles weitere dann nicht mehr gefilmt, um einfach mal das Video ein bisschen kürzer halten zu können. Das ist schon bereits die verlötete CPU und vielleicht wirst du erkennen, dass du es bzw. diese Bilder schon mal gesehen hast. Und ja, das ist das Video vom Anfang, wo ich das Ganze mit dem Luftspalt erklärt habe. Und hier will ich mit dem Video was anderes erklären. Ich habe für BIOS mit sauberem MI-Region geflasht, aber das hat nichts gebracht. Sprich, die Reparatur ist somit nicht erfolgreich. Wir haben das MacBook einfach so dem Kunden wieder ausgeliefert, ohne Geld dafür zu bekommen. Das ist die Politik von uns, sprich keine Reparatur, keine Gebühren oder kein Geld. Was ich jetzt mit diesem Bild oder mit diesem Video bezwecken will, ich will ein paar Überlegungen anstellen, wieso das nicht geklappt hat. Und zuallererst, das Ding ist, diese CPU ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht neu, sprich, die ist gebraucht, wieder aufbereitet. Und das kann sein, dass wir einfach eine defekte CPU geliefert bekommen haben, da die ganzen Modelle hier, diese MacBooks, dafür bekannt sind, dass die so ausfallen mit dieser Symptomatik und dass da einfach eine defekte CPU von einem Mainboard abgelötet worden ist, die wieder aufbereitet worden ist, in eine neue Tüte verpackt wurde und als neu verkauft worden ist an uns. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist folgende, und zwar habe ich jetzt hier was vorbereitet, ein Bild so ein bisschen aufbereitet. So, jetzt siehst du hier die bunten Linien, die sollen eigentlich parallel sein und es ist wahrscheinlich dir schon aufgefallen, dass die nicht wirklich parallel sind. Und wenn du zum Beispiel auf die linke Seite der CPU schaust, dann siehst du, dass der Abstand zwischen
dem Mainboard und der CPU auf der linken Seite kleiner ist als zum Beispiel in der Mitte. Da ist der Unterschied erheblich. Und es gibt auch Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite. Da sind die Abstände auch unterschiedlich zueinander und auch zu der Mitte. So dass man jetzt hier sagen kann, okay, in der Mitte zum Beispiel, da ist der Abstand am größten sozusagen und da könnten sich einige Lötkugelchen nicht angelötet haben und ja, es fehlen einfach einige Signale der CPU oder dem Mainboard halt von der CPU und deswegen funktioniert das Ganze nicht. Das sind zwei Faktoren, die hier auftreten oder eventuell aufgetreten sind, sage ich mal so. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, jetzt aber nicht in dem Fall. Und zwar, das ist der Bootguard, die angebliche Sicherheitsfunktion, die eigentlich nur das Leben erschwert. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel einen Prozessor bekommt, einen gebrauchten Prozessor mit einem aktivierten Bootguard innen drinne. Und wie gesagt, dieser Prozess ist nicht mehr unumkehrbar. Also ist nicht mehr umkehrbar, sprich, das ist schon in der Hardware im Prozessor drin, kann man nichts mehr machen. Und dieser Prozessor war ursprünglich von einem Acer Mainboard, du willst es aber auf einem Asus Mainboard verlöten. Das wird nicht funktionieren, weil der Bootguard aktiviert ist, sprich dieser Prozessor, auch wenn der in Ordnung ist, also es gibt bestimmt gebrauchte Prozessoren, die in Ordnung sind, der wird nur auf diesem Acer-Board funktionieren, sprich auf exakt diesem Modell. Es kann auch ruhig ein anderes Mainboard sein, aber sprich genau dieses Modell. Da wird er funktionieren. Unter Umständen kann es sein, wenn du jetzt diesen Prozessor auf einen anderen Acer-Mainboard verpflanzt, nicht vom selben Modell, da wird er auch nicht funktionieren. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Aber definitiv wird er nicht mehr funktionieren auf einem Asus-Mainboard. Und das ist der dritte Grund, wieso wir keine CPUs mehr austauschen werden, bis da irgendwas Vernünftiges bzw. eine vernünftige Lösung dafür gibt, werden wir keine CPUs mehr austauschen. Denn ja, wie gesagt, die Qualität ist ja fraglich. Bei Mauser das Ganze für 350 Euro zu bestellen und dann den Prozessor zu verlöten und das Risiko einzugehen, dass das Ganze dann nicht funktionieren wird und man einfach 350 Euro und dann noch zusätzlich Arbeit sozusagen, sprich den ganzen Geld und Arbeitsaufwand für nichts sozusagen gehabt hat, weil wir halt dann nichts dem Kunden berechnen, wenn die Reparatur nicht erfolgreich war. Deswegen machen wir das Ganze nicht mehr. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, das Ganze, ja, diese Verformung in den Griff zu bekommen. Und zwar kannst du da so einen Metallrahmen aufkleben. Kann ich gleich zeigen, das Foto. So, das ist das Foto mit dem Metallrahmen. Das haben wir auch mal probiert bei einem Acer Mainboard. Das ist ein Predator Gaming Laptop. Und da haben wir diesen Metallrahmen da drauf geklebt, halt, wenn man den Prozessor an den Metallrahmen anklebt, dann begradigt er sich sozusagen. Das hat man auch gesehen unter dem Mikroskop, dass er einigermaßen gerade war. Der war nicht ganz 100% gerade, aber das sah schon eigentlich ganz gut aus. Und wir haben den Prozessor verlötet und ja, es hat nicht funktioniert. Ja, deswegen, wenn du da irgendwelche Tipps hast an der Stelle, wie man halt Prozessoren verlötet vernünftig, ja, von wo man die halt bekommt, aus vernünftigen Quellen und wie man die halt vernünftig verlötet, dann würde ich dir dafür dankbar sein. Und ja, wenn der Prozess, sage ich mal, steht, dann werden wir auch CPUs austauschen. Aber momentan tauschen wir leider keine Prozessoren mehr aus. So, ich hoffe, du hast ja was gelernt. Ich denke mal, auf jeden Fall gab es viele neue Infos für dich, wie was funktioniert und was nicht funktioniert, die du so nirgendwo gehört hast oder gesehen hast. In dem Sinne, lass es länger leben.
schon die Ressourcen. Ciao, ciao.